Hallo und guten Abend. Wir sind im zweiten Teil für Yom HaShoah, der Holocaust-Tag. Heute ist es Hebejahr, fünfte Jahr nach jüdischem Kalender. Das heißt, es ist Israels Unabhängigkeitstag. Das heißt, die Leute denken, Israels Tag, es ist 14. Mai. Es ist falsch. Es war das erste Mal. Aber das heißt, am 1948. Aber es gezeichnet wie Jerusalem, wie Freitag und so weiter, wie die Yom HaShoah genau nach dem jüdischen Kalender, wie genau die Pesach, Rosh Hashanah und so weiter. Also, das ist immer das Datum, bewegt sich, plus minus. Also, heute ist es minus, das heißt Ende April. Okay, so nächstes Jahr es wird auch definitiv andere bürgerliche Datum und so weiter. Aber wieder nach jüdischem Kalender ist das gleiche Datum, nur falls es fällt am Schabbat oder vor Schabbat, Freitag. Freitags dann, es wird ein Tag früher gezeichnet. Ja? Das reden wir über die Yom HaShoah, Yom HaTzmaut und Jerusalem Befreiungstag. Aber die Rosh Hashanah, Yom Kippur und so weiter, sie regeln sich anders, wie genau steht im Torah. Also, das ist andere Geschichte. Okay, also wir haben gesagt, dass wir müssen über die Gründe für die Shoah erzählen. Okay, es ist kein Geheimnis. Das die große Geheimnis, dass wir wissen nicht die Antwort, ja. Also gibt es eine klassische christliche Einstellung, kennen Sie diese protestantische Gruppen mit Propheten, ja, die stehen und wissen alles auf dem Platz. Also ich wurde vielmal gefragt, was, ich sage, okay, ich schaue in die Bücher, ich erinnere mich, ja. Nein, ist ganz anders. Ja. In viele christliche Sekten und viele christliche Gemeinden muss gleich auf dem Platz beantworten sein. Ja? Okay. Unsere Lehre, Judentum, unterrichtet uns anders. Auch wenn ich weiß, definitiv die Antwort, ich liebe mich noch mich überprüfen. Ja? Also, ich fühle mal, ich sage 60, 70, 80%, ich weiß die Antwort, aber ich sage, ich muss wieder überprüfen. Das ist die unsere Tradition. Okay. Das heißt, ich kann sein grob, ja, aber mit genauen Zitaten, wo steht das? Das ist sehr wichtig für uns. Ja. Viele Rabbiner kommen und zitieren von dem Kopf. Ich kann nicht, ich muss lesen, mit Marker aufzeichnen und dann, ich sage, wo steht welches Zitat. Okay, also, ich habe schon erwähnt, letztes Mal, dass die klassische Antwort über diese Frage, warum das Schwache passiert, oder in anderen Worten, wo war dem Gott in der Shoah, dass die Antwort wegen der Sünde. Es ist ein Zitat vom jüdischen Gebet, vom Musaf, Shalosh Galim, Lelachateinu, wegen der Unterrichtung. Okay? Also, und dann, you name it. Ja? Du kannst sagen, welche, was ist passiert, welche Sünden, ist schon egal. Also, das ist die erste Antwort, das hören wir uns. Es ist eine sehr, sehr problematische Antwort. Ja? Erstens, wir sagen, dass wir beschuldigen die Opfer, ja, in die Tragödie, was ist passiert, wie kann das sein? Ja. Also in jede kriminelle Tat beschuldigen wir die Opfer, nicht? Also unsere Vernunft, ja, hat etwas gegen. Noch die logische Gründe gegen diese Antwort, diese Entstehung. Wir kennen viele unsündige Leute, die wurden im Schaf verstorben. Die Kinder. Ja?
die alle Religionen einigen sich, dass die Kinder sind noch nicht sündig. Ja? Die sind zu klein. Also die Talmud erzählt, dass Yetzera, die Strebe zum Böse, entwickeln sich mit Kind, mit Teenager, also Teenager ist schon, ja, schon doch existiert, aber die Kinder, was? Und wir sagen, dass wegen der jüdischen Katastrophe, jüdischen Holocaust, es über 1 Million, 1,5 Millionen jüdische Kinder wurden von diesen 6 Millionen ermordet. Also die Kinder nachweisen, dass es nicht wegen der Sünde. Trotzdem, diese Idee hat sich viele, viele Adepten. Auf erster Reihe, warum? Weil das ist eine klassische christliche Idee. Ja? Das ist geprägt vom Christentum und viele, viele, auch katholische Kirche, auch natürlich diese neue die protestantische Bewegungen. 19. 20. Jahrhundert, ja. Baptisten, Missionären und so weiter, sie immer behaupten diese Idee, ja, das, was man hat falsch getan. Oh, Solveig, hallo. Shalom. Shalom, shalom. Also, ich genau gehe, wir sind auf zweiten Unterricht wegen der Gründen für die Shoah, ja, es ist von letzter Woche. Und wir haben uns gelesen, die Jobbuch, richtig? Ja. In der Corona, gut. Ja, gute. Ich weiß. Ja. Also ich habe gesagt, dass die Jobbuch, das ist eine frontale Probe zum Verstehen, die Wurzeln von die Böse. Warum die Böse und Bösigkeit in der Welt existiert, überhaupt, ja. Ja. Also gibt es viele, viele Sprichworte in verschiedenen Sprachen. Miserabel wie Job, richtig? Gibt es etwa auf Deutsch? Auf Englisch gibt es, auf Hebräisch gibt es, viele, viele Sprachen. Also der Job war ein armer Mensch. Das heißt, er war gut, ja. Er war reich, er hatte Frau, Kinder und hat sogar geopfert, etwa. Sagt er, vielleicht meine Kinder im eigenen Herz etwa böse gedacht. Ja, also so gottfürchtete Mensch, natürlich ein guter Mensch, die plötzlich alle Katastrophen der Welt auf ihm haben gekommen sind. Ja, also die Kinder, die Frau, die Reichtum, alles ist weg. Die Frau sagt, flucht dem Gott und stirbt. Ja, eine gute Frau. Zynisch. Ja? Also er akzeptiert das nicht, diese Vorschlag. Und sogar die körperliche, ja, er bekommt Leprose, ja, so steht in dem Buch Job. Also, und dann kommen die Freunde von Job, 364, die vierte Freund erscheint in der Mitte des Buch. Also vier Freunde und sie überzeugen ihn, dem Job, dass alles, was ist passiert mit ihm, es ist zurecht. Es ist in Ordnung. alle Katastrophen der Welt mit dir, es ist in Ordnung. Du hast das verdient. Das ist die Position von der Ersten. Und wir haben das gelernt. Wisst ihr, Solveig? Maimonides, Rambam, er gewinnt viel Text in seine berühmte Buch, ja, Morene Buchim, ja, die Schlüssel, die, wir haben das gelernt, ja. Ja, Führer der Unschlüssigen. Führer der Unschlüssigen, ja. Also er schreibt im ersten Buch, im zweiten und im dritten Buch. Mhm. Und im zweiten Buch, er sogar gewinnt zwei Kapitel über dieses Buch und sagt, das ist nicht die Leute, das sind die philosophischen Ideen, ja. Die diese Freunde, quasi Freunde, ja, sie erzählen, ja, wenn es ist etwas Böse passiert, was ist die Wurzel? Ja, und Maimonides bringt viele Ideen, ja, zum Beispiel, er bringt die Mutakalim, ja, die islamische Rationalisten, ja, die sagen, dass die Gott ist Gerechtigkeit,
Aber das kann passieren auch besser für die guten Menschen. Ja, wie die guten Menschen stehen und beten und dann plötzlich das Dach zerstört, fällt und umbringt die Leute. Ja? Also, und quasi für Gott ist es quasi egal. Das ist nach der Mutter Kali. Also, und Maimonides schreibt, dass eine von diesen vier Freunden, er ist Judentum. Er ist die Letzte. Okay. Interessante Dinge aber, dass Job hat diese vier Freunde Geschichten, du bist schuldig, wegen deiner Sünde, in anderen Worten, er hat nicht akzeptiert. Ja? Und die Gott nimmt Job Seite. Ja, er sagt, falls sie euch vier über mich haben geredet, nicht wie meine Sklave Job. Er hat über mich richtig gesagt. Interessant, dass am Ende, das ein langes Buch, 44, 46 Kapitel, etwa so. Also es ist eine der schwierigsten Buch im ganzen Heiligen Schrift. Vielleicht noch Daniel Buch, weil es ist auf Aramäisch, ein schwieriger Aramäisch geschrieben. Aber dort ist es nur 12 Kapitel, aber dieses Buch, 44, 46 Kapitel, ist es ganz, ganz lang. Die philosophische Probe zum Verstehen, was ist, warum die Bösheit auf mich gekommen vom Himmel. Alle sind dann verstanden, alle fünf, vier Freunde und Job, das ist nicht zufällig. Das ist die Gotteshand, was ist passiert. Die Frage ist, warum? Also, die klare Antwort haben wir nicht. Vorletzte Kapitel, es steht, dass der Gott hat gekommen ist zum Job. Das heißt, Job war auch ein Prophet und hat mit Job geredet. Und der Job sagt, okay, tut mir leid, Entschuldigung, Verzeihung. Ich war falsch verstanden dem Gott. Der Gott ist recht. Also der Gott hat ihm etwas gesagt. Es steht nicht direkt, was er hat, hat ihm gesagt, der Gott. Und dann kommt die Erlösung, Redemption, die Job erhielt von seinen Wunden. Er verheiratet wieder und es ist alles verdoppelt bei ihm. Das heißt, okay, nicht zwei Frauen, eine Frau, aber zweimal mehr Kinder und zweimal mehr Eigentum. Also Vieh, Kamelen, ja, und so weiter. Das ist genau Ziffer. Mathematisch sieht man, ja. Das Fach zweimal. Also, das heißt, er bekommt seine Belohnung über sein eigenes Leid. Was ist interessant, aber das ist die erste zwei Kapitel. Dort steht eine Diskussion zwischen dem Gott und Satan, ja. Und von diesen zwei sehen wir direkt, dass diese ganze Leid, das Job hat erfahrt und erlebt, es ist nicht wegen seiner Schuld und Sünden, es ist eine Herausforderung. Ja? Es ist quasi ein Streit, eine Diskussion zwischen Gott und Satan, die Gott sagt, hast du gesehen, mein Sklave Job, wie gerecht er ist? Und Satan sagt, na ja, du bist gut mit ihm. Machst du etwas böse, er verfluchtet dich. Ja, und das ist genau die Diskussion. Quasi zwei Menschen, ja? Kennen Sie diesen Bewerb auf die Karte spielen? Das sind quasi zwei Menschen, zwei erwachsene Menschen. Der eine heißt Gott, der zweite heißt Satan. Sie spielen die Karten. Und der arme Job muss leiden. Ja, interessant, ich habe dann gesagt, das ist die erste und die letzte Platz in die ganze Heilige Schriften. Das heißt, nicht im Talmud, direkt im Heiligen Schriften, wo es ist die nächste Welt aufgeschrieben. Ja, also die seelische Welt. Ja, das heißt, was existiert nach dem Tod. Ja,
Es geht über ein Yom HaDin, die Gerichtstag, Rosh Hashanah. Alle gekommen sind, alle Engel und Satan und so weiter, so kann man wieder denken, dass Satan ist gleich zu dem Gott. Sie diskutieren. Ja, die Gott nimmt ernst Satan-Argumentation quasi. Aber tatsächlich, wir sehen, dass die Gott ist der Boss und die Satan ist eine Mitarbeiter. Ja? Die Gott sagt, machst du so und so, aber seine Seele, Jobs Seele, berühm du nicht. Ja? Kein Befassung. Ja? Also die Gott ist der Boss. Also es ist sehr, sehr interessante Begegnungen dort auf dem Himmel, 1. und 2. Kapitel. Aber wieder auf dem einfachen Text, wie immer sagen, so Ibn Ezra definiert, das kann man nicht annullieren, der einfache Sinn von dem Text. Ja? Wir meinen Heilige Schrift. Ja? Und wenn es steht, von Anfang, ist es nicht wegen der Job-Sünden, so ist es. Mindestens ein einfaches Verständnis. Die Talmud-Weisen doch haben etwa gefunden, die Glauben von Job ist nicht perfekt und so weiter. Ist alles gut. Ja, also es gibt einen Aspekt von vielleicht seine Sünden, Job-Sünden, er spricht das direkt. Es ist nicht, dass unsere Weisen haben etwa fantasieren über ihn, aber doch, der direkte Grund, es ist keine Strafe, es ist keine Sünde, es ist Herausforderung. Und das ist unsere Antwort überhaupt, über diese christliche Idee. Es ist wegen unserer Sünden, wir sind Sünde, wir müssen. Und dann. Unsere Erfahrung lernt uns, dass in vielen Situationen es ist nicht Strafe und nicht Sünden, es ist Herausforderung. Und so genau, das habe ich am Ende letztes Sutters gesagt, wir ablehnen diese christliche Idee, dass es wegen unserer Sünde. Es ist einfach ungerecht, ja. Die Opfer beschuldigen in seinem eigenen Leid. Aber wieder gibt es viele Juden, die halten so, es ist wegen unserer Sünde. Und gibt es die Aspekte für diese Sünde? Ich erzähle weiter. Ich habe nur vergessen, auf letzte Mal erzählen, warum es war wichtig für Israelstadt und Ben-Gurion genau sagen, dass diese Yom HaShoah verbunden mit Warschauer Ghetto-Rebellion. Die Ding ist folgendes, dass diese Idee, dass sie sind schuldig, was ist passiert mit euch, es wurde sehr, sehr scharf gesagt von den Juden, Juden im Israel, von den neuen Israelis. Ja? Und das kommt auf eine Zitate von Psalmen und von Isaiah, der Prophet. Okay, ich stelle den Link, Moment. Okay, es ist ein Artikel auf Englisch, aber es ist egal. Wo ist unser Chat? Eine Sekunde. So. Oh, okay, jetzt, schauen Sie. Okay, das heißt, like sheep to the slaughter. Okay, das ist auf Englisch. Kitzon Latevach, so sagt Ishayau, also wie eine Schafe zum Schächten gehen. Kennen Sie die Phrase? Kennen Sie? Okay, dann lesen Sie die Wurzeln.
Die Wurzel ist folgendes. Es steht im Psalmen und es steht als Regional in Jesaja. Okay, also das gehen wir, deswegen gehen wir zum Talmud her. Wirklich, ja. Also, wir sagen, was? Jesaja 53. Hallo. Hallo, hallo, Christel, hallo. Shalom euch allen. Shalom, shalom. Ja, wir jetzt lesen über die Yom HaShoah, Holocaust-Tag, aber mit Verbindung zum Israel-Staat. Also. Okay. Natürlich verbunden. Also 53,9. Moment. Ja. Nein, das finde ich die Zitate nicht. Okay, dann gehen wir zum Psalmen. Psalmen. Ja, eine Sekunde, Salmon unten, ja. Also Psalm 44. Satz. Dann 20. Ja. Genau. Also das Zitat vom Psalmen sagt, denn um dich werden wir hingemordet alle Tage. Wir, die Juden, um dich, auf, muss man mit Große schreiben, wegen dem Gott. Wir werden dem Schafe der Schlachtbank gleich geachtet. Okay, wie Schlafe zum Schlachten. Okay, das ist die Metapher, verstehen Sie? Das heißt, die Schafe gehen zum eigenen Tod ohne Widerstand. Ja, das ist die Idee. Ja? Und das war genau die Beschuldigung, die wurde auf die Überlebende vom Schah im Israel-Staat am Ende der 40er wurde geäußert. Und deswegen viele Überlebende, sie wollten nicht über diese Schau überhaupt reden, weil sie wurden gelten als quasi halb beschuldigen in seine eigene Tragödie. Aber diese Sinn, wie Schafe zum Schlachten gehen, es wurde tatsächlich auch von den Juden im Schwa genutzt. Die Original schickt uns zum Abba Kovner. Abba Kovner, er war eine berühmte jüdische Partisan in Litauen. Er hat die Schau überlebt. Jetzige Beit HaTfuzot, Haus des Diaspora, ist ein wunderbares Museum in Tel Aviv, in der Mitte der Tel Aviv Universität. Er ist auf seinen Namen, nachdem sein Tod hat Ende 70er verstorben ist, Abba Kovner. Also jetzt dieses Diaspora Museum in den Namen der Abba Kovners genannt. Also Abba Kovner hat geflohen von Vilna Ghetto und hat eine Proklamation auf Jiddisch geschrieben,
dass dieser Text ist geblieben für uns. Und dort er schreibt auf Jiddisch: Lamer nicht gehen wie Schaf zu der Schitte. Verstehen Sie das Jiddisch? Also Schitte ist das Schachten auf Hebräisch. Das ist, ja, also wir sollen nicht wie Schafe zum Schlachten gehen. So schreibt er 1942. Okay? Also von diesem Text, dass diese Zitat, wie Schlaf zum Schlachtbahn gehen, ist begrifft wie Selbstbeschuldigung. Ja? Das halt Schuld von den Opfern selbst. Ja? Also ich kann stehen für Sie, diese Linke ist auf Hebräisch, gibt es keine. Gibt es auf Englisch. Okay. Okay. Dann. Das ist ein bisschen über diese Texte auf Jiddisch. Also, diese Position, wegen genau dieser Position, Ben-Gurion und damals die Führung der Stadt Israel, sie wurden festgelegt, diese Yom HaShoah zum 28. Nisan, ja, dem ersten Tag der Warschau-Ghetto-Rebellion. Ja, das um sagen, dass die Juden doch haben widerstanden. Verstehen Sie die Verbindung? Ja. Also heute, dass dieses Zitat weiter genutzt im heutzutage Krieg in Ukraine, ja, also es wurde gesagt, ich erinnere ein Jahr vor, ist dieses Jahr schon über ein Jahr läuft, dass die viele Politologen haben gesagt, nur wenn es wird angerufen zum allgemeinen Militär in Russland, dann die Leute werden widerstehen. Gar nichts passiert. Überhaupt. Die Leute schweigen. Also die gehen genau das jetzt, jetzige Politologen, ein Jahr später zitieren, wie Schlafe zum Schlafbank. Genau. Die Leute gehen zum Tod, ohne widerstehen überhaupt. Ja, also diese Idee ist doch lebt, ja? Okay. Also, zurück zu unserem Thema. Also, ich habe gesagt, dass wir akzeptieren nicht, dass es wegen unserer Schulden ist eine Herausforderung. Genau wie im Job. Okay, nächster Punkt. Ich habe viele, viele Punkte geschrieben. Ich habe viele Texte zum Die nächste Idee ist folgendes: Die jüdische Volk hat eine lange Geschichte, lange Historie, und es ist nicht das erste Mal, wenn es ist etwas Böses passiert. Also, wir meinen, dass es schon diese andere Shoah, diese andere Holocaust schon passiert. Mehr von uns mal. Das heißt, wir meinen erste und zweite Tempel in Jerusalem zerstört. Eigentlich, dieses hebräische Wort Shoah, Holocaust auf Lateinisch, ja, das genau genommen vom ersten Tempelzerstörung von Jesaja, der Prophet. Also dieses Wort wörtlich. Also Jesaja beschreibt zukünftige, er hat gelebt ein bisschen vor, ja, einige Generationen von erste Tempel Ende. Er bezeichnet die kommende Katastrophe als eine Shoah. Ja, und wir nutzen dieses Wort bis heute, ja, als eine Katastrophe. Es ist Katastrophe, lateinische Wort, Shoah ist Hebräisch. Muss man sagen, ehrlich, nach Josephus Flavius, es wurde auch eine Sechstel vom jüdischen damals, von jüdischen Volk wurde auch ermordet. Okay, das war Krieg, ja, mit Römer, ja, die große Rebellion, Bar Kochba-Rebellion und so weiter. Aber doch, wenn wir reden über ein Sechsel, ja, damals, jüdische Volk war das wichtigste Kleine. Also, nach heutzutage Demografie und Historiker, Juden waren damals rund 6 Millionen Personen und dann ein bisschen über 1 Million wurde ermordet, verstorben, Kriege und so weiter. Also auch eine Sechste. Wegen die, was haben wir gelesen, letzte,
letzte Mal, ja, über die Fluchtkapitel, ja, vom Wochenabschnitt, das ist Ende des drittes Buch Mose, ja, gibt es noch ein Kapitel. Ja, ich habe gesagt, ja, wir lesen wie heute, ja. Okay, es ist ganz, ganz lang. Es ist ganz, ganz lang. Ich stelle euch einen Link. Das ist Kapitel 26 im 5. Buch Mose. Es geht vom Vers 15. Sorry, es ist Kapitel 28. Der Kapitel 27, ja, er redet über geflucht sei, wer schläft mit verbotenen Personen, ja? Das ist manche Kapitel 27. Der verflucht sei, der seine Schwiegermutter liegt und so weiter, ja? Also das ist eine Parallele, gibt es eine auch ähnliche Abschnitt im dritten Buch Mose, den lesen wir in Yom Kippur. Ja, also verbotene Verkehrsverbindung. Aber die Kapitel 28, er heißt bei Rabbi Bibelfeld Tochecha, wenn Sie sehen, ja, nach dem Satz 1. Sehen Sie zwischen 1 und 2? Tochecha. Tochecha ist ein hebräisches Wort, kein deutsches Wort. Das ist eine schwierige Wortübersetzung. Also sagen wir Folgendes. Es meint genau, dass diese böse Szenario, die kann passieren. Ja? Also es geht genau wie Bechukotai. Gesegnet bist du in der Stadt. Also Anfang gut ist. Gesegnet bist du. Wenn meine Gebote. Halt es, ja? Und es werden auf dich kommen alle Segnungen. Ja? Alle Segnungen, auf welchen Fall? Weil du gehörst die Stimme der Hashem deines Gott. Alles gut. Aber im Kapitel 15, und es wird geschehen, wenn du nicht gehört hast, die Stimme von Hashem deines Gottes zu beobachten. Ja? Auszuüben alle seine Gebote und Satzungen, die ich dir heute gebiete. So werden auf dich kommen alle diese Flüche und dich treffen. Also so ist es genannte Parashat HaKalot, die Flüche-Kapitel. Okay? So ist es bekannt im Judentum. Also die zwei. Erste auf Ende der dritte Buch Mose und diese die zweite in der Mitte fünfte Buch Mose. Die beide sind schwer. Die schwierigste, aber es ist die zweite, diese. Also es ist längst, ja, es ist längste und dort stehen viele, viele ganz schwierige Punkte, ja. Du wirst verrückt, was deine Augen werden gesehen, ja. Als kommt morgen, du werdest sagen, nun, ich will schon Abend. Als kommt Abend, ich will schon morgen. Also es ist keine gutes Leben, es ist kein Leben, ja, es ist nur Existierung, ja. Ein Kampf zum Überleben. Also natürlich, dort steht auch Kannibalismus. Die war auch im dritten Buch Mose-Ende. Also, die traditionell, es wurde gesagt, dass diese zwei Flüche-Kapiteln, sie erzählen über die Möglichkeit für eine solche Shoah, für eine solche Holocaust zu passieren in Zukunft. Und das ist genau die Gründe für die konservative Leute, ja, konservative Gesellschaft in jüdischen Volk, die behaupten, nur sie sehen, wenn euch, die Juden, die Gebote halten nicht, die Torah erfüllen nicht, die Gottesstimme hören nicht, dann. Steht direkt im Torah. Ja? Also das ist die Gründe.
also quasi eine theologische Begründung, sozusagen. Aber wieder, es ist beantwortet nicht direkt die Realität, was ist passiert. Ja? Wenn so, warum viele große Rabbiner wurden ermordet in der Shoah? Ja? Die Tausende, die Hunderttausende Juden, die hatten Torah beobachten. Die manche polnische Juden, ja, die Hälfte von 6 Millionen, die 3 Millionen, die polnische Juden, manche wurden Torah beobachten und gehalten. Das ist bekannt. Ja? Wenn so, wenn wir behaupten, dass okay, dass diese Kapitel, zwei Fluchtkapitel, sie sind die Begründung, dann quasi nur die säkulären Juden sollten ermordet werden, ja? Nach dieser Idee, zu sagen, ja? Theoretisch zu sagen. Und es ist nichts. Wir kennen so viele große Namen. Es war eine berühmte Admor mit Alexander. Heute die größte chassidische Gruppe in der Welt. Es heißt Chassidei Gur. Es ist ein Vorort von Warschau. Damals aber, wir sind bei den 30, diese chassidische Gruppe hatte eine starke Konkurrent, Chassidut Alexander, die werden noch größer. Und die ganze Gruppe, wir reden über die hunderttausend Leute, wurden erlöscht. Inklusive seine Führer. Er wusste, ob er geht was, er konnte sich retten, er wollte nicht. Er hat zum Auschwitz mit seinen Chassiden gegangen. Ja? Das heißt, die Rebbe von Gur und Rebbe von Bell, sie wurden gerettet. Es ist viele Geschichten, viele Wurden, es ist alles gut. Bis heute wieder, wir wissen nicht, wer war recht. Ja? Ob sich retten und dann die chassidische Bewegung wieder erleben oder bis dem Tod zum seinen eigenen Chassidim gehen, verstorben und dann fast nichts. Heute ist eine sehr, sehr kleine Gruppe im jüdischen Volk, also es ist schwierige Frage. Aber was wollte ich sagen, dass dieser erste Punkt wegen unserer Sünden logisch nicht genau begriff. Ja? Nicht genau beantwortet zum die Frage, warum. Ja, also wenn wir reden über die Kinder, wenn wir reden über die Leute, die Torah gehalten hatten, beantwortet nicht. Okay, nächster Punkt. Hier muss ich reden über eine Professor Gumilow und seine Ethnogenesis-Theorie. Kennen Sie? Ethnogenesis? Ethnogenesis, das heißt Geschichte der unterschiedlichen Ethnose. Also Professor Gumilow war eine sehr, sehr interessante Figur. Er war der Sohn von der berühmten russischen Dichterin Anna Akhmatova. Er hat am Anfang 90 verstorben. Sein Vater wurde erschossen noch bei Bolschewiken. Seine Mutter hat sehr, sehr viele berühmte Dichter auf Russisch geschrieben. Der berühmte Requiem heißt der Mann ist im Begräbnis, der Sohn ist im Gefängnis. Beten Sie für mich. Requiem. Sehr, sehr bekannt. Okay? Also, aber jetzt, was interessant uns, das ist seine Theorie. Es gab etwa auf Deutsch. So. Also, Professor Lev Gumilow hat verfasst mit dem Zeit sehr, sehr interessante Ethnogenesis-Theorie. Es ist nicht klar und direkt, es ist viel, viel umstritten. Aber gibt es eine Idee, dass es sehr, sehr passt für uns, für die Juden? Er erzählt Folgendes, ein Aspekt von seinem Konzept. Dass diese Ethnogenesis-Theorie sagt, dass die ethnische Geschichte wie jedes Volk ist ähnlich zum einem menschlichen Leben. Wie ein Mensch geboren ist, ist ein Baby, dann ein Kind, dann ein Teenager, dann ein Junge, dann ist es die
die beste Zeiten, die Starkheit, ja, also. Und dann mit dem Zeit kommt die Alter, wenige Kraft und dann stirbt man, ja. Also es ist eine grafische Linie von unten bis oben und dann wieder unten, ja. Ein Haus, Grafik. Und so schreibt er, Professor Gumilow, das ist Geschichte für jede Volk. Jede Volk sind eine Ups und Down, aber am Ende, die Volk wie Mensch, er stirbt und kommen die neue Volk, neue Bevölkerung. Das können wir sagen definitiv, ja, die alte Ägyptener, heutzutage Ägyptener, sie sind Araber, also keine damalige Ägyptener. Romer, Grieken, die heutzutage Grieken sind keine damalige Grieken, kennen sie, ja? Und so weiter. Und er schreibt, nur meine Theorie gilt nicht und passt nicht zu der jüdischen Geschichte. Und das ist genau das, die jüdische Geschichte wirklich steht nicht unter andere geschichtliche Schemen und so weiter. Er schreibt, dass die jüdische Geschichte nicht wie die Hauslinie, ja, von unten bis oben und dann wieder unten. Jüdische Geschichte grafisch, es ist eine Runde. Das heißt, am Anfang, genau wie beim Alle, Baby, Kind, Teenager, die Peak, ja, die größte Erfolg und dann es geht zum Ende, zu meiner Katastrophe, aber nach der Katastrophe ist es Neugeburt. Das ist seine Theorie wegen den Juden. Er schreibt über viele andere, über die Armenen, Persien, er war Spezialist in persischer Geschichte. Also er bezeichnet genau, was es Talmud, er wusste keine Talmud, er wusste keine Hebräisch und so weiter. Also er sagt genau, was es unsere Weisen haben gesagt. Also jüdische Geschichte, es ist nicht wie andere Völkergeschichte, es ist ein Rund, wo normale Volk muss sterben, nach dem Katastrophe kommt Neugeburt. Und jetzt verbinden wir Shoah, ja, dass die schreckliche Geschichte jüdisches Volk 1945, 3 Jahre später, Neugeburt 1948, jüdische Staat. Die heute bezeichnen wir 27 Jahre. Also verstehen Sie die Idee? Das heißt, was Professor Gumilow mit seiner Ethnogenese-Theorie sagt, dass wirklich wären die Juden die normale, reguläre, gewöhnliche Volk, das wäre wirklich das Ende. Erste Tempelzerstörung, zweite Tempelzerstörung und so weiter. Oder Shoah. Ja, das normale Volk, es geht zum Ende. Beim Juden, es ist nicht Dreieck, es ist rund. Es kommt und geht zum neuen Geburt. Und das ist genau die Idee, dass wir heute begriffen in hebräischer Kultur, in hebräischer Geschichte, in hebräischer Theologie, ja, nach der größten Katastrophe kommt die große Wunde, Neugeburt. Ja, also nach fast 2000 Jahren kommt wieder eine jüdische Stadt. Und jetzt muss man sagen über die Wert dem eigenen Stadt. Muss man verstehen, dass Christentum hatte damals und bis heute viel, viel Kritik über die Stadt als Idee. Und es ist sehr, sehr bekannt, dass die Christentum ist sehr, sehr kosmopolitisch. Ja? Es steht im Evangelion, gibt es keine Grieche, keine Rome, keine Juden, kennen Sie? Dass diese Idee, alle sind, es ist sehr, sehr bekannt. Alle sind gleich in die Gottes Augen. Okay? Also, Christentum immer behauptet, die Wert vom kommende Welt, ja, Olman Chut Shamayim, die himmlische Königtum, okay,
Also, wenn du sprichst viel und laut über himmlische Königtum, dann die ehrliche Königtum, heutzutage Staat, ist nicht so wichtig. Und deswegen, es ist programmierte, vorprogrammierte Kraft zwischen Christentum, mindestens in katholischer Version, und die Regierung, ja, es ist bekannt, ja, im Mittelalter Europa, wer ist der Boss? Der Bischof oder der regierende Herzog von, weiß nicht was, ja? Verstehen Sie? Also es natürlich passiert, dass der Herzog war auch Bischof, Bischof war auch Herzog, aber nicht immer. Und dann, wer ist der Boss? Der König von England oder der Boss vom, Vatikan? Deswegen, wegen dieser unendlichen Kriege, die Engländer haben eigene Kirche gespaltet und geschafft, wo der König ist auch der Boss von der Kirche. Und dann, Punkt. Ja. Aber es war nicht so immer in jeder Stadt. In kurz, Christentum niedergeschätzt dem existierende heutzutage, damals und heute moderne Staat. Ja? Die Idee ist etwa geistlich, ja? Das etwa materielles, grob. Ja, wie gesagt, jeder Staat ist Gewalt, staatliche Gewalt. Ja? Also die Leute wollen ein Ideal, Ideal ist ein himmlischer Staat. Also, das heißt, politisch besser wäre vielleicht, wenn wir verstehen richtig die Evangelion, oder ohne Staat, ohne, oder eine große Stadt, die inklusive alle Städte, ja? Eine Euro-Union wie heute. Vielleicht noch mehrere, noch größer. Islam hat ganz umgekehrte Fehler getan. Islam hat geprägt sich als eine politische Religion, die sieht die Wahrheit und die Prüfung über die eigene Wahrheit im politischen Stärke. Das heißt, wenn wir hatten als Islam eine Kalifat gegründet von Spanien bis Indien, das ist ein gutes Zeichen, dass wir sind recht. Unsere Glauben ist recht, unser Gott ist wirklicher Gott und so weiter und so fort. Verstehen Sie? Also der Staat, er ist ultimative Werkzeug, sozusagen, vom regierenden Religion. Ja, das ist nicht umsonst, dass die idealische islamische Staat nach diesen anderen Ideen wie schiitische Iran, dort ist Religion ist eine staatliche Gesetz, ja, mit Ausnahme für Christen, Juden und so weiter, aber für die große Mehrheit, für die Muslime. Und diese, also das, diese Verbindung zwischen Religion und Staat ist untrennbar. Ja? Also wenn du rausnimmt dem Staat, es ist freie Auswahl, viele vielleicht gehen nicht nach die Scharia, islamische Halacha, islamische Gesetz. Also die beiden Seiten müssen jeder andere, die religiöse Seite und die staatliche Seite, und sie wirklich verstehen, jeder andere, aber nicht umsonst, dass im Iran, genau im Vatikan, die Kohen Gadol, die Hohe Priester, er ist auch Hauptstadt, ja? Die Papst im Vatikan oder die große Ayatollah im Iran. Das ist nicht umsonst. Ja? Also, und jetzt, wie wir sagen, dass die jüdische Idee immer das Wischen in die Mitte, die goldene Mitte, ja? Also wir sind nicht überschätzen dem Staat, aber auch nicht niederschätzen. Ja? Muss man richtig die werden dem Staat verstehen.
und verstehen, was ist wichtig, eine eigene Stadt. Ich sage ganz einfach. Okay, wir sagen Shoah, Holocaust, 6 Millionen jüdische Opfer. Durch ganz, ganz was? 13 Jahre nazistische Regierung. Wir sagen jüdische Staat, 27 Jahre heute. Es war gestern Yom HaZikaron, ja, die Erinnerungstag, ja, für die Opfer. Wissen Sie die allgemeine Zahl, die alle Opfer? Die Rechnung kommt von erster Lehr, also 50 Jahre von Staat Israel, ja, Ende des 19. Jahrhunderts. Die allgemeine, alles. Es gibt die Bücher, ich habe das gesehen als Soldat im Selbst Militär, in meinem Museum, wo wurde ich als Schutzsoldat gestanden, also gibt es die Bände. Also dort ist die Namen, die Bilder, wenn es existiert, die Geschichte. Also die allgemeine Zahl für, sagen wir, es wird bald, es ist jetzt über 100 Jahre. Ich habe heute geschaut, 24.213. Verstehen Sie? 6.024.000. Über 100 Jahre. Ich habe gesehen, die Ziffer vom letztes Jahr ist gestiegen von 200. Also die muss man auch sagen, die Zahl inklusive die Bürger, die bürgerliche Terroropfer. Ja? Also genau wie die Familie von Efrat, die Mutter mit zwei Töchtern. Ja? Also das, die letzten Jahre, sagen wir so, die Jahre ohne Krieg, es ist die Terroropfer, ja. Es ist die manche Bürger, nicht Soldaten. Wenn es ist Krieg, dann ja, die manche Soldaten sind. Also wieder, es ist untragbar, jeder Mensch tot. Der tragische Tod, nicht in seiner Zeit, da ja, muss man sagen. Ich habe gesagt, dass die Zitat von Kurt Tucholsky, ja, die jüdische Publizist, ja, das ist der Tod von einem Menschen, ist eine Tragödie, die Tod von Millionen ist Statistik, ja. Aber wieder, wenn wir kalt, ohne Emotionen vergleichen, 6 Millionen, 25.000. Verstehen Sie den Unterschied? Das ist die Welt von dem Staat. Shimon Peres hat das anders formuliert. Am 1991 es wurde die Mifza Shlomo, Operation Salomon, die äthiopische Juden wurden gerettet. Kennen Sie die Geschichte? In Äthiopien war eine kommunistische Regierung, die natürlich mit dem Zeit hat zum sein Ende gegangen und dann er hat die Juden als Gefangene genommen, ja, als Geisel. Wir reden nicht über einen Menschen, nicht 1.000, es wäre über die 25.000 Leute. Die wurden konzentriert in Addis Abeba, in dem Hauptstadt. Und dann die Zahl, das israelische Militär, hat die Herkules, die Transportflugzeuge geschickt, die Sitzplätze rausgenommen und einfach parkiert die Leute. Ja, dann wurde durch einen Schabbat, es war am Schabbat, 24 oder 27.000 Juden durch einen Tag mitgebracht. Ja? Also sie wurden gerettet. Ja? Von fast israelischen Tod. Es war auch in der Klammer ein Guinness-Rekord, ja, von drei Menschen transportieren. Okay, Transport. Großer Herkules, noch ohne Sitzplätze, die Leute sitzen auf dem Boden. Also okay, es ist bekannt. Und dann Shimon Peres einige Jahre danach reflektiert und sagte, wenn hätten wir unsere Stadt, Israel-Stadt, vor Shoah, dann es wird anders gesehen. Wir werden nicht, dass wir werden mit nazischer Germanie kriegen und so, dass es unmöglich wäre. Aber wir konnten dann genau wie äthiopische Juden
die europäischen Juden retten. Das heißt, wir konnten nicht komplett die Shoah vermeiden, aber wir konnten das deutlich verkleinern. Das heißt, wir konnten 2, 3, 4, 5. Er sagte, dass vielleicht damals, dann, wenn wir jüdische Stadt schon existiert, es kann sein, würde nur 1 Million, 1,5 Millionen Opfer und nicht 6. Verstehen Sie? Das war seine Idee, seine Reflexion. Also, das ist der Wert von der Stadt. Also, die Stadt, eigene Stadt, die verteidigt dich, die rettet dich. Ja, sogar in Corona, jede Stadt hat Flugzeuge in der ganzen Welt geschickt und eigene Bürger, ja, mitgenommen, ja, und so weiter und so fort, ja. Und dann die kleinen Städte, ja, sie beten, okay, nehmen auch unsere Leute. Wir sind zu klein. Ja, wir haben keine Kraft oder keine Flüsse. Ja. Also, das ist genau, ja, dass die kleinen Städte haben wenige Möglichkeiten. Aber doch, dass die Stadt niederschätzen, das ist eine riesige, riesige Fehler. Das ist ein riesiges Problem. Also das muss man nicht Stadt komplett zerstören zum Boden. Ja? Das ist eine sehr, sehr problematische Idee. Ja? Muss man nicht eine Superstadt machen, genau wie die arabischen Länder, ja? Wo ist die klassische Diktatur, politischer Islam. Es ist wieder, es ist ganz umgekehrte Fälle. Ja? Also muss man einen Staat, eigene Stadt, die verteidigt dich, aber die Bürger müssen die Regierung kontrollieren. Das ist die Idee. Das nach jüdischer Geschichte, der König, er ist nicht ewiger König. Er ist nicht von Gott, er ist von den Menschen. Der König ist nicht gut, muss ihn noch mehr wechseln. So war geschehen jüdische Geschichte, nicht einsam. Okay. Weiter. Nächster Punkt, das muss man sagen auch, dass die großen historischen Ereignisse, wir bekommen nicht schnell die klare Antwort, warum es ist passiert, was es passiert. Wenn wir reden, warum wurde der erste Tempel zerstört, aber der zweite Tempel zerstört, es gibt die Antwort. Der Talmud beantwortet das. Aber muss man verstehen, dass der erste Tempel wurde was? 500 vor 0 zerstört. Zweite Tempel war schon 1. 100 plus 70 zerstören. Die Antwort im Talmud war was? 3. 50 100? Also im Fall des ersten Tempel war es nach 700, 800 Jahre später die Antwort. Die Antwort über den zweiten Tempel war es gute 300 Jahre später. Also das heißt, wir sind zu nah historisch und zeitlich zum diesen Zeitpunkt wegen der Holocaust, wegen der Shoah. Und deswegen, wir können nicht richtig und gut beantworten. Okay? Also die Idee ist, dass wir werden wissen, warum, aber nicht zu schnell. Wir sind zu nah. Zeitlich. Nächster Punkt. Er sagt, dass wir wissen nicht warum, aber es ist ein positiver Moment, ein positiver Aspekt. Wieso? Wenn wir wissen warum, das ist schon nicht interessant. Wenn wir wissen warum, das bekommt eine Geschichte. Genau wie die Juden suchten und versuchten, die Antwort zu bekommen, warum wurde der erste Tempel zerstört, aber als sie haben die Antwort bekommen, okay, dann ist es schon Geschichte. Steht da und dort, im Talmud, die Band vom Talmud steht auf meine Bücherregal. Also, verstehen Sie? Das heißt, wenn wir heute haben keine klare und gute Antwort, ist noch erlebt, dieses Thema. Ja? Ich muss sagen, dass wir uns als Juden jeden Tag wir besprechen über die Shoah. Ich lese die Bücher jeden Tag. Wirklich, ich bin nicht alleine. Ich kenne viele solche Leute.
wir suchen, wir lernen, wir forschen, wir probieren. Also das ist noch lebt. Als wir wissen die Antwort, es wird genau geschichtlich, die andere Geschichte. Haben Sie letztlich viel gelernt oder gelesen über die 100-jährige Krieg? Die 30-jährige Krieg? Nee, ist schon Geschichte. Ja. Also verstehen Sie den Punkt? Das gibt es etwa positiv. Das heißt, in anderen Worten, wir vergessen nicht. Ja. Als wir wissen, wir werden definitiv ein bisschen vergessen. Die paradoxale, okay, Punkt Nummer 9. Die paradoxale Antwort, warum? Ich sage euch, es ist auch von dem Prophet, auch von Ishayahu, aber halten Sie fest. Es wird sehr, sehr paradoxalisch. Okay, die Antwort ist folgendes. Am Ende des Tages mit Messias kommen, Juden werden wissen, warum. Nicht nur Shoah, alle Katastrophen zusammen. Und die Juden werden dem Gott bedanken. So steht im Ishayahu der Prophet. Und ich habe, Hashem kianaf tabi. Das ist eine Zitat, ich gebe euch die Quelle. Moment. Ich gebe euch die Quelle. Ja, das ist Ishayahu 12. Isaiah Kapitel 12. Ja. Ja. Zwölf eins. Auf jenem Tage wirst du sprechen. Du, es ist das jüdische Volk. Ja, es ist einzeln, es ist mit Plural. Ich danke dir, ich, die Israels Volk, die Juden. Ich danke dir, dir, große Gott, der Gott. O Herr, obwohl du mir gezürnt hast, nun wenden sich dein Zorn und du tröstest mich. Also, ich danke dir, dass du mich gezürnt hast. Okay, also sehr, sehr paradoxale Idee. Also wir werden bedanken über die alle Katastrophen, das mit uns haben passieren. Wir begriffen das nicht. Es widerspricht jede Logik, jede Rational, jede Emotion. Aber so ist nach dem Propheten. Okay. Das heißt, genau wie Job, er hat akzeptieren die Gottposition, er hat bedanken ihm, er hat entschuldigen sich und hat mit Gott einen Frieden getan. Und dann die Gott ihm segnet, verdoppelt. Ja, quasi. Es steht nicht über verdoppelt bei uns. Aber. Wäre gut. Also muss man erinnern, die alle Völker sind vergrößern sich letzte 70 Jahre nicht die Juden. Die Juden waren vor dem Zweiten Weltkrieg 18 Millionen. Wir sind heute am besten Fall, es ist abhängig von Definition, wer der Jude ist, das heißt, rechnen wir vielleicht die Leute nach nur Vater und nicht Mutter. Also am besten Fall mit dieser väterlichen Seite Juden oder nicht Juden, egal, wir sind 15 Millionen. Okay. Also wir haben sogar die vor Shoah demografische Punkt noch nicht erreicht. Also, wird uns schwer zu verstehen, diese Idee, aber das ist eine Idee. Das ist eine Idee, die Prophet sagt und nicht umsonst. Und natürlich der Punkt Nummer 10, alle obergenannte Punkte sind richtig. Also, ein bisschen so, ein bisschen so, ein bisschen die Sünde, ja, ein bisschen Herausforderung, ein bisschen oder viel Mangelfach von eigener Stadt und so weiter und so fort. Ja, also alle Punkte zusammen sind gültig. Wieder, wir reden über die riesige menschliche Massen und vielleicht gibt es mehrere von einer Antwort, ja? Mehrere Ideen, warum. Okay, das ist kurz. Kurz, sehr, sehr kurz. Ich normalerweise mache das mehr Unterricht und das Thema ist nur zwei. Die Fragen.
Also mir geht immer wieder, wenn ich das Thema Israel und Shoah höre, immer durch den Kopf, dass es ohne die Shoah den Staat Israel, also jetzt rein auf politischer Ebene, nicht gegeben hätte. Nein. Es ist eine berühmte Legende. Ich jetzt dementiere diese Legende. Okay, ja. Das haben Sie das erwähnt. Die Leute denken, auch jüdisch, auch nicht jüdische Bevölkerung, denken, machen direkte Linie zwischen Shoah und jüdischer Staat. Also wäre das keine Shoah, wäre das kein jüdischer Staat. Und umgekehrt. In jüdischer Version, die Völker, die Welt, so beschämen sich, dass sie, okay, dann haben sie eigentlich. Amen. Steht nicht unter die historischen Fakten überhaupt, nicht unter Kritik. Sie müssen verstehen, dass die zionistische Bewegung hat angefangen, sich 50 Jahre vom Nazismus. Unentgeltlich, was ist passiert in Deutschland. Okay. Also wenn wir reden über die Ende der kolonialischen Welt, ja, koloniale Welt, das die letzten Staaten, was? Katar, Emiraten, Anfang 70er, wurden gegründet. Das heißt, am schlimmsten Fall, die Stadt Israel wurde am 70er gegründet. Ja? Mhm. Was ist richtig ist, dass die Shoah hat die Stadt Israel beschleunigt. Das ist richtig. Aber nicht dieselbe Fakt. Dieselbe Fakt, ohne Shoah, sagen wir, alles ist in Ordnung. In Deutschland, Weimarer Republik, irgendwie geht weiter. Ja. Dann 50er, 70er. Es wäre eine jüdische Stadt. Verstehen Sie? Nur die Shoah hat scharf gesagt, für Juden am ersten Reihe, dass ohne eigene Stadt, das ist sehr, sehr problematisch. Am einfachen Sinn, Leben und Überleben. Okay? Und deswegen auch die amerikanischen Juden, die damals und bis heute, sie meinen nicht, Aliyah machen nach Israel, ja, übersiedeln, aber doch die Shoah hat klar gesagt, du weißt nicht, was passiert morgen. Du musst einen Plan B haben. Mhm. Die Stadt Israel, es wurde direkt gesagt von amerikanischen Juden, das ist unser Plan B. Es ist unsere Rettungsstaat. Wenn, falls, haben wir etwa Böse in unsere liebliche Vereinigten Staaten bekommen. Ja? Verstehen Sie? Also wieder, die Israel-Staat, es ist ein Ergebnis von einer Strebe, die jüdische Volk zurück zu seinem eigenen Land gehen und seine eigene unabhängige politische Rahmen haben. Genau wie in alten Zeiten. Es ist nicht umsonst, die Zionisten haben geprägt die Slogan, ja, die Parole für unhäusliche Volk ein Haus. Ja, also jedes Volk verdient, hat Recht zu meinem Staat. Deswegen die jüdische Feinde, die serbische Feinde, die wollen dementieren die Stadt Israel. Dementsprechend sagen sie, die Juden sind kein Volk. Das steht direkt in palästinische Karte, palästinische Konstitution. Juden sind kein Volk, sie sind eine Religion. Deswegen muss man die Stadt Israel beschlossen. Nach dieser Idee. Okay? Aber wieder, es ist eine politische Gründe, klar. Ja? Also wieder, dass diese Ideen, dass die Israelis und die Stadt Israel spekulieren mit der Shoah, es ist alles Blödsinn. Ja? Es steht nicht unter der Kritik. Ja? Muss man verstehen, dass natürlich, es gibt eine Verbindung, aber es ist indirekte Verbindung. Es ist mehr emotionale Verbindung und nicht tatsächlich Ergebnis-Konsequenz. Ja? Die Konsequenz ist in unserem Kopf. Erstens rein der jüdische Kopf, dass wir verstehen, dass es sehr, sehr problematisch in die Luft leben. Ja? Ohne eine Rücken, sozusagen. Ja? Und jetzt, heute, ich weiß nicht, was in Argentinien war, eine Inflation und ja, Ende der Stadt, dass
die Leute, okay, mindestens die Juden können nach Israel gehen, ja? Oder wenn jemand erhaltet böse zu Juden, okay, wir schicken unser Militär dort, ja? Es ist ein bisschen, stellt gewisse Grenzen für diese oder andere Diktatur, ja? Aber wieder, es ist keine direkte Verbindung. Es ist nicht, dass die Stadt Israel kommt von null, ja? Ja. An diese 3 Jahre. Es ist einfach wieder, es ist nur beschleunigt der historische Prozess. Ja? Mhm. Also wir reden über die große die Leute Massen, ja? Die hatten kein Haus in Europa. Die polnische und deutsche Juden. Ja, okay, also viele von dieser Gruppe nach Israel kommen, nicht die alle, überhaupt nicht die alle. Also es war halb nach USA gegangen, halb nach Israel gegangen. Ja? Also natürlich ist eine Lehre, eine Konsequenz. Wir sagen immer nicht mehr, nicht weiter, nicht mehr. Ist auch eine Parole von Warschauer Ghetto. Es wurde auf die Mauer dort geschrieben. Also wieder, es ist eine wirkliche Wichtigkeit für jedes Volk, seine eigene Stadt haben, besonders für kleine Völker. Sehen Sie, was passiert genau mit Armenien, armenische Katastrophe. Ja? Ein kleines Volk, damals hatte keine eigene Stadt und so weiter. Sehen Sie auch die Kurden heute. Die sind große Volk. Jede zweite Türke in Deutschland überhaupt keine Türke, ist eine Kurde. Ja? Ich habe in Magdeburg eine Dönerei. Ich habe in der Synagoge. Es ist keine Türke, sie sind Kurden. Ja? Es ist nicht umsonst, dass diese Leute sehen im Israel-Staat ein Vorbild. Sie sind über 40 Millionen. Es ist ein großes Volk mit keinem Staat. Saddam Hussein hat sie mit Chlor vergiftet. Also sie haben keinen Staat sich verteidigt. Nur die teilweise Autonomie im kurdischen Irak, im Kurdistan. Ja? Also das ist nicht umsonst, dass sie gehen mit Israels Fahne. Sie wollen wie Israel sein. Das ist ein Traum für kleine Völker, sich wieder Kontrolle über sein eigene kollektive nationale Schicksal und Zukunft haben. Das ist nicht umsonst. Die viele kleine Völker in der Welt sehen im Juden ein Vorbild. Das ist nicht umsonst. Und nicht nur in den Juden im USA. Im Staat Israel. Das ist ein Vorbild. Ich habe jetzt eine Frage bekommen. Eine protestantische Pfarrer wollte nach Israel kommen, eine soziale Arbeit im Gefängnis und Rehabilitation lernen. Ich habe gesagt, das ist eine Wichtigkeit, ja? Er kommt nach Stadt Israel. Er kommt nicht nach jüdische Gemeinde in New York. Ja? Das ist eine Wichtigkeit. Also wieder, dass diese Rahmen als eine eigene Stadt, es ist sehr, sehr wichtig, besonders für kleine Völker. Vielleicht für die große Völker ist es nicht so wichtig, aber für die kleine Völker, wir sind klein, ist es bis 40 Millionen ist es noch klein gerechnet, ja? Das ist doch wichtig. Okay, noch die Fragen? Gut. Okay, dann in diese optimistische Note. Gut, dann vielleicht mal lernen wir über die, ja, Wichtigkeit, die Yom HaTzmaut, Unabhängigkeit Israels heute, ist heute und morgen. Gut, alles Gute, liebe Leute, bis nächste Woche. Vielen Dank, alles Gute gleichfalls, vielen Dank. Bin ich in Bayern, schauen, danke. Was passiert mit Internet. Okay, ich melde mich. Bin irgendwo in Bayern, am Ende der Welt. Okay. Danke. Alles Gute, liebe Leute. Schönen Abend. Schönen Abend. Alles Gute. Danke. Ciao.